Moin. Heute gibt es ein neues Review und zwar zu dem Keybrick One. Das Ganze war ein Kickstarter-Projekt, das gefailt ist, aber eigentlich war das Kickstarter-Projekt nur ein Markttest und dementsprechend ist das hier jetzt eben das Ergebnis. Also der wurde trotzdem hergestellt. Erstmal nur 40 Stück, wahrscheinlich kommt nochmal eine neue Auflage mit ein paar mehr Keybricks. Und das ist ein Akku für den Powered Up Hub. Aber ich würde sagen, wir packen das erstmal aus, gucken uns das an. Ich hätte das auch schon mal geöffnet, aber ungefähr so kam es dann raus. Hier mit dem Siegel natürlich noch zu. Das heißt allerdings nur, dass es einer von 40 ist und nicht der erste von 40. Dann stehen hier halt so ein paar Informationen drauf zur Benutzung. Auch hier hinten noch ein paar Hinweise. Es werden jetzt übrigens quasi täglich bis Weihnachten Videos kommen. Also jeden Tag ungefähr ein Video. Das meiste davon wird dann mit Reviews aufgefüllt werden, was nicht so schon irgendwie im Plan ist. Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Vielleicht hast du jetzt ja auch schon irgendwie schulfrei, deswegen ist es ein bisschen langweilig. Und dann sind so Reviews oder sind Videos von mir vielleicht ganz gut als Beschäftigung. Zumindest eins am Tag, denke ich, kann man sich da mal geben. Die werden auch primär zum Thema Robotik und so sein. Das ist der Packungsinhalt. Natürlich, wie es sich für Kickstarter gehört, ein paar Aufkleber. Die waren ursprünglich nicht so verbogen. Das ist passiert, als ich das Ganze ein bisschen liegen lassen habe. Mit den Magneten dabei. Das ist unser Magnetschlüsselanhänger. Wofür man den braucht, da kommen wir gleich noch zu. Und ein Micro-USB-Kabel zum Laden. Das hier ist der Akku selber. So ist die Form. Der ist ein bisschen, ich sag mal, grob texturiert. Das liegt daran, dass er 3D gedruckt ist. Aber das ist ein relativ guter 3D-Druck. Also hier sind die Noppen alle klar ausdefiniert und so. Von daher würde ich mich dann nicht drüber beschweren. Und wenn man den benutzen möchte, dann kann man sich halt so ein, oder dann braucht man einen Powered-Up-Hub. Da kann man hier unten die Batterien rausnehmen. Und anstatt dessen kann man hier einfach dann den Keybrick reintun. Wenn man möchte, kann man sich das hier noch festschrauben. Dann ist es da fest drin, aber jetzt ist es eben hier drin. Ich muss sagen, das Aussehen finde ich ein bisschen unpassend mit der Farbe. Das Schwarz, das passt nicht so ganz zu dem Grau und dem Weiß. Und das ist halt auch ein bisschen asymmetrisch. Also hier ist eine LED und hier sind ein paar LEDs. Ich glaube, das sind mehrere. Auf der Seite hier ist nichts. Das ist ein bisschen blöd, aber es stört natürlich nicht die Funktionsweise. Und so sieht es dann eben aus. Der kostet übrigens 79 Euro aktuell. Vielleicht ist es dann in der Zukunft ein bisschen teurer oder günstiger, wird man dann sehen. Und damit ist das Ganze nicht ganz billig. Auf jeden Fall kann man das jetzt eben aufladen. Dafür kann man das einfach da reinstecken. Man kann ihn auch während des Betriebes laden. Das heißt, man kann auch zum Beispiel in einem Zug eine Powerbank mitfahren lassen und dann kann der deutlich länger fahren. Allerdings sollten dann keine zu stromfressenden Sachen angeschlossen sein, weil der im Zweifelsfall sich dann schneller entlädt als er lädt. Und dementsprechend würde er dann trotzdem irgendwann alle gehen. Dann kann man den anschalten, den Hub. Dann merkt der Keybrick, dass der Hub an ist, leuchtet auch auf. Und man kann hier unten den Modus wechseln. Also wenn man mit den Magneten hier unten hingeht, dann kann man zwischen Rot, das ist quasi der Power Mode oder der Energiemodus, der Boost Modus, mit dem das Ganze auf 9,4 Volt, glaube ich, läuft. Oder 9,3 Volt. Dann gibt es noch den Stromsparmodus, das ist der grüne. Da läuft das Ganze auf 6,3 Volt und den normalen Modus. Das ist so ein grün-roter, wo das Ganze auf 7,8 Volt läuft. Beim Aufladen, da läuft das hier so ein bisschen umher, das Licht, bis das dann grün leuchtet dauerhaft. Dann ist der vollgeladen. Und das sind halt die Funktionsweisen. Es ist halt einfach ein Lithium-Ionen-Akku für den Hub hier. Der benutzt oder der hat 1200 mAh. Und liegt damit, glaube ich, 100 mAh über dem Power Functions Akku. Und die Laufzeit ist im normalen Modus ungefähr so lang wie mit normalen 3mAh-Batterien. Aber das ist ein Akku, das heißt, der hält die Spannung deutlich länger, als das Batterien tun würden. Also die Kurve ist deutlich konstanter. Das heißt, er wird durch den Betrieb nicht so schnell langsamer, wie es eine normale Batterie tut. Ob das Ganze was für einen ist, gerade zu dem Preis, muss man natürlich selber wissen. Für mich als jemand, der auch Videos zu den Hubs und so macht, ich glaube, für mich lohnt sich das, aber wie gesagt, bei dir kann das anders aussehen.
Das musst du dann selber entscheiden. Aber das war's dann mit diesem Video. Was hältst du denn von dem Produkt? Schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich werde auch den Hersteller in der Videobeschreibung verlinken. Ach ja, vielleicht noch, wie es weitergeht. Es wird vermutlich eine neue Charge geben oder noch eine weitere Charge mit den Hubs hier oder mit den Akkus. Das heißt, den kann man auch noch einkaufen. Und außerdem möchten die einen Control Plus Technik Hub oder für den Control Plus Technik Hub auch einen Akku entwickeln, der dann natürlich ein bisschen mehr Energie speichern kann. Und außerdem denkt man auch darüber nach, ob man vielleicht den Hub hier auch durch einen Power Functions Anschluss ersetzen kann. Und dann kann man eben auch zum Beispiel mit dem Keybrick Power Functions Akkus haben. Und das ist dann eben modular, dass man dann auch die Power Functions Akkus mit den Batterien hier antreiben kann und so weiter. Das war's dann aber mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.